Genau, also vielen Dank auch für die Einführung, Stefan, und vielen Dank, dass so viele Leute hier gekommen sind. Ich habe ja heute in der Mensa gesehen, dass es durchaus auch attraktive Alternativveranstaltungen gibt. Wie gesagt, ich werde Ihnen was zu Facebook und Co. Wissen in sozialen Netzwerken erzählen. Ich hatte hier erst nur eine Folie mit ein bisschen Hintergrundinformationen zu mir. Das wurde ja mehr oder weniger schon erzählt. Was vielleicht noch wichtig ist, ich bin in Eichstätt Psychologie studiert und da auch promoviert, und ich habe mich damals schon mit virtuellen Gemeinschaften befasst. Das waren sogenannte Multi-User-Dungeons, abenteuerbasierte Rollenspiele, aber noch in der Zeit, dass man so einen blauen DOS-Schirm hatte und alles tippen musste. Also sowas wie World of Warcraft, aber ohne die Grafik. Und ich habe dann eigentlich auch immer das Thema Internet, computervermittelte Kommunikation weiterverfolgt. Als ich das erste Mal als ich 2004 wieder nach Amsterdam bin, zur Kommunikationswissenschaft gewechselt bin, da wurde ich ursprünglich angestellt als Assistant Professor für Internet und neue Medien, und das wurde dann eigentlich recht schnell, spätestens ab 2006, soziale Medien, weil plötzlich gab es dann Hives, einen Vorläufer von Facebook, Blogs, später dann Twitter, also all diese sozialen Medien kamen auf und werden halt mittlerweile sehr dominant genutzt. Genau. Zum Aufbau, was wir heute machen werden, ich sage ganz kurz was zum Begriff, was verstehen wir denn unter einem sozialen Netzwerk? Es gibt sehr viel Forschung zu sozialen Netzwerken, aber eigentlich relativ wenig zum Thema Wissen. Deshalb muss man auch ein bisschen allgemeiner was zu Google oder Internet sagen. Und ich stelle Ihnen einerseits ein paar so wirklich sozialpsychologische Experimente eher auf der Mikroebene vor, wo man versucht, Prozesse bei der Verarbeitung zu untersuchen, also Effekte der Nutzung auf Gedächtnis oder auf Problemlösen, und dann kommen wir zum Phänomen der Ambient Awareness, das werde ich dann erklären. Und am Schluss kommen auch Befunde aus meinem ESI-Projekt, nämlich aus einer Längsschnittstudie, und da fokussiere ich vor allem auf die Nutzung von Business-Netzwerken, auf den Erhalt von berufsbezogenem Wissen. Gut, fangen wir an mit einer Definition. Was sind überhaupt soziale Netzwerkseiten? Das heißt, das sind webbasierte Services. Die Individuen haben eine Möglichkeit, ein Profil zu konstruieren. Das heißt, man lädt in der Regel ein Foto hoch, hat dann verschiedene Felder, auf denen man sich selber beschreibt. Also auf Facebook ist das dann eher Hobbys, Lieblingsmusik, auch Wohnort, Ausbildung, solche Sachen. Das an sich noch nicht so neu, das hatten wir eigentlich auch in den 90ern auf individuellen Websites. Was jetzt aber neu, also so neu auch nicht mehr, aber neu war bei sozialen Netzwerken, ist, dass die Verbindungen zu anderen explizit offengelegt werden. Ich habe eben Freunde oder Kontakte oder Follower, je nach Plattform heißt das ein bisschen anders, und die sind für andere Nutzer sichtbar, und ich kann mich eben auch so weiterklicken, indem ich dann so gucke, wer kennt denn eigentlich wen. Das dominanteste soziale Netzwerkseite ist Facebook. Also wie gesagt, es gab ja in vielen Ländern lokale, regionale Vorläufer, aber mittlerweile sind die sehr oft auch schon geschlossen worden oder haben kaum mehr Nutzer. Also Facebook hat nach eigenen Angaben 1,8 Milliarden Nutzer. Was sich auch verändert hat, als man angefangen hat, kam man tatsächlich auf der Profilseite raus. Da war die Selbstpräsentation viel zentraler. Und da musste man mühevoll sich durchklicken zu Freunden und schauen, ob die irgendwas aktualisiert haben. Und mittlerweile ist das alles zentralisiert in so einem Newsfeed. Das heißt, wenn man sich einloggt, bekommt man eigentlich permanent irgendwelche Meldungen, wer denn jetzt was gemacht hat, hochgeladen, geliked, geteilt. Mittlerweile eben sehr oft nicht nur von Freunden, also von Personen, sondern auch immer mehr von Medien, also Spiegel Online zum Beispiel, Zeitungen sind ja auch auf Facebook vertreten. Das heißt, ich kriege das alles in meinen Newsfeed permanent gepusht. Und was sich auch verändert hat, vor ein paar Jahren wurde es vor allem halt ein paar Mal am Tag, weil man gerade am Rechner war, genutzt, aber gerade die Jüngeren sind eigentlich mittlerweile über ihr Smartphone permanent mit ihrem Netzwerk und eben auch mit ihrem sozialen Netzwerk verbunden. Und da ist natürlich auch nochmal interessant, sich dann anzuschauen, wie sich das auswirken wird. Jetzt können Sie sagen, ja, das ist schön und gut, die Leute posten da alle irgendwas, aber was hat das mit Wissen zu tun? Ist das wirklich Wissen? Ich habe neulich mal in Facebook, ich wohne in Nürtingen, da gibt es so eine Wie, Wer, Wo, Was-Fragen-Gruppe. Als die Waschmaschine kaputt war, halt einfach gefragt, welchen
Elektriker mal dann empfehlen könnte. Und dann kam eben auch eine Antwort. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, ist das schon richtig Wissen? Wenn man schaut in der Theorie, kam vermutlich auch schon in einer von den anderen Vorlesungen, wird oft so schön unterschieden zwischen Daten, Informationen und ganz oben dann Wissen. Und Daten wären jetzt nur so das Rohmaterial, also ja, rein binär, oder wenn ich ein Excel-Sheet habe, eine einzige Zelle, das ist noch so komplett ein bisschen ja, kontextlos. Information wäre dann eben schon mal ein bisschen strukturierter, und Wissen, sagt man dann, ist es eigentlich dann, wenn ich auch tatsächlich was damit anfangen kann. Also wenn ich jetzt, angenommen, ich finde diesen Elektriker und die Adresse, das ist vielleicht erstmal schon mal eine Information, aber wenn ich jetzt wissen will, wie gut ist der denn, kommt der denn auch schnell, ist der zuverlässig, ist der unglaublich teuer, dann könnte man sagen, es geht so langsam in diese Richtung Wissen. Was man generell sieht, in der Theorie wird das sehr oft schön voneinander abgetrennt, aber in vielen Studien oder so verschwimmt diese Grenze so ein bisschen. Also teilweise sind die Befunde, gerade weil man im Experiment nochmal reduzieren muss, eher auf der Informationsebene. Aber wenn ich eben viele Informationen zusammen habe und die dann eben weiter kombiniere, kann ja eben auch Wissen entstehen. Das Beispiel vorhin war jetzt vielleicht noch nicht so super beeindruckend für Wissen. Ich bin aber durchaus auch mittlerweile auf Facebook auf einigen Gruppen, wo so methodische Fragen diskutiert werden. Das müssen Sie jetzt nicht alles lesen. Es gibt hier nochmal eine, die ist für Psychologiestudierende. Worauf es mehr ankommt, wenn man schon mal sieht, sieht man, das sind sehr viel längere Posts, die sind viel abstrakter. Das sind wirklich Leute, die geben sich Mühe, die schreiben sehr lange Antworten, und dann geht es eben, was weiß ich, wie ich jetzt in R irgendwelche statistischen Probleme löse oder was immer. Und da denken die Leute auch wirklich mit, was man in dem Fall machen könnte. Also wir können durchaus Situationen finden, wo Wissen auf Facebook geteilt wird. Jetzt ist Facebook aber nicht alles, auch wenn es so dominant ist. Also gerade in dem Kontext sind natürlich diese Business-Netzwerke viel interessanter nochmal. Da haben wir im Deutschen ja vor allem Xing. Und international ist es eher LinkedIn, das genutzt wird. Und bei LinkedIn sieht man hier ja, dich hier eigentlich davor, soll ich mehr zur Seite? Geht? Also hier LinkedIn, wir verbinden Fach- und Führungskräfte, um diese produktiver und erfolgreicher zu machen, weil es eben Zugang zu Personen, Stellen, News, Updates und Insider-Informationen gibt und einem dadurch hilft, erfolgreich zu bleiben. Also die haben schon eher den Anspruch, dass es hier eben um Wissen und um berufliche Themen geht. Das sieht von der Struktur ähnlich aus wie Facebook, nur dass jetzt eben in den Profilfeldern, die vorgegeben sind, da kommt jetzt sowas wie Hobbys und Lieblingsmusik und so überhaupt nicht vor, sondern das ist halt eher so wie auf dem Lebenslauf, dass man eben schreibt, wo man jeweils, ja, welche Skills man hat, was man gemacht hat. Und auch in diesen Netzwerken finden Sie wiederum Gruppen, und da ist die Varianz sehr groß. Es gibt durchaus Gruppen, die wurden irgendwann mal gegründet von jemand enthusiastisch, und da schreibt nie irgendjemand was. Es gibt auch ein paar, wo die Leute sich vor allem selber promoten und ihr neuestes Buch oder was immer. Aber auch da kann man welche finden, in denen auch inhaltliche Diskussionen stattfinden. Also die Möglichkeit haben wir zumindest. Und dann gibt es zunehmend auch nochmal unternehmensinterne Netzwerke. Das ist jetzt einfach der Screenshot von so einer Firma, aber dass eben Chema zum Beispiel oder eben auch, je nach Unternehmen eben, wo man quasi, weil es in Unternehmen ja oft um sensitive Daten geht, also irgendwelche Kundeninformationen, wenn Sie an Produktentwicklung denken, dann wollen Sie ja nicht irgendwie Ihr Neuestes, was Sie da entwickeln, irgendwie auf so einer öffentlichen Plattform haben. Und das ist aber dasselbe Prinzip, dass man eben Profile hat und dass die Leute Updates schreiben, und die Idee eben, dass ich dadurch eher weiß, wer denn überhaupt was macht in meinem Unternehmen, den richtigen Experten finde, weiß, mit wem ich reden muss. Das wäre so ein bisschen einführend, soziale Netzwerke, wovon reden wir eigentlich? Wenn wir jetzt schauen, was sind die Effekte auf Wissen, dann kann man ganz grob sagen, wir finden eigentlich so zwei Lager. Wir haben so die eher pessimistischen Leute, die eben sagen, das ist negativ, wir gucken alle nur noch auf unsere Smartphones, wir wissen überhaupt nichts mehr wirklich, wir googeln nur noch alles, und das wäre eben, würde uns letztendlich dumm machen.
Und wir haben die sehr optimistischen, die eben sagen, wir vernetzen uns mit Leuten, wir haben eben größere Netzwerke, wir sind dauernd im Kontakt. Das hilft uns eigentlich zu neuem Wissen eben. Oder ja, hier, how technology is changing our minds for the better. Was man vielleicht auch so ein bisschen sieht bei den Linken, die haben auch eher nochmal Google mit drin. Ich will mich ja eigentlich letztendlich mehr auf die sozialen Netzwerke fokussieren, aber wir fangen ein bisschen mit diesen Google-Sachen auch nochmal an. Generell diese Befürchtung, wir haben eine neue Technologie und das ist irgendwie schlecht, die finden wir eigentlich mit jeder neuen Technologie. Also zum Beispiel schon ja, vor Ewigkeiten, als die Schrift erfunden wurde, da gibt es eine Stelle bei Plato, also Invented Writing, es gab Bücher, man konnte jetzt Sachen aufschreiben und davor wurde ja eben alles mündlich überliefert. Also es gab diese Leute, die dann eben wirklich zum Beispiel Geschichte, was ist passiert in einer anderen Stadt, man hatte ja auch nicht sowas wie Zeitungen, die das halt erzählt haben und das eben auch memorieren konnten. Also weiß man vielleicht nur aus dem Lateinunterricht, diese ganzen Techniken der Römer, Rhetorik, um eben lange Reden zu halten. Und auch damals wurde schon gesagt, so, wenn wir das jetzt den Jungen geben, dann verwenden sie ihr Gedächtnis nicht mehr. Sie vertrauen da diesem external aufgeschriebenen Buchstaben und selber merken sie sich nichts mehr. Es geht alles in dieselbe Richtung. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nur so ein Schein, was die wissen. Sie haben ganz viele Sachen gehört, aber eigentlich haben sie nichts gelernt. Und hier haben wir auch, also sie kommen allwissend sich vor, aber eigentlich wissen sie nichts. Also wenn ich es in ein bisschen modernerer Sprache schreiben würde, würden manche Leute vielleicht dasselbe jetzt mit ja, modernen Medien auch denken. Ich nehme an, dass Sie mir zustimmen, dass der Einführung der Schrift und Bücher und so generell nicht die Welt halt völlig verdummt hat. Frage ist jetzt, wie schaut es jetzt eben aus mit den sozialen Netzwerken? Und dann schauen wir uns erstmal an ein paar Experimenten, ob denn die Nutzung jetzt von Google und sozialen Netzwerken, ob das unser Gedächtnis beeinträchtigt. Und die zweite Frage wäre dann, könnte es denn unseren Geist, Mind eben auch erweitern? Wie gesagt, diese Idee, dass wir Informationen auslagern in externe Speicher, die ist auch nicht neu und kommt auch nicht erst mit Smartphones. Wenn Sie an sowas wie einen Einkaufszettel denken, einen Terminkalender, es gab Telefonbücher, Sie machen sich Post-its irgendwo hin. Also Leute haben schon mal immer Sachen irgendwo aufgeschrieben, um sie sich eben nicht selber merken zu müssen. Daniel Wegner hat Forschung gemacht zum transaktiven Gedächtnis. Das führt diese Idee nochmal ein bisschen weiter. Also das sagt, okay, zuerst haben wir eben Sachen ausgelagert auf Zettel oder was immer, aber wir lagern zum Teil auch in andere Personen aus. Also ich benutze andere Personen sozusagen als mein Gedächtnis, als Speicher. Und transaktives Gedächtnis ist dann also ein Metagedächtnis. Das hilft mir nichts, wenn ich das irgendwo auslagere, aber dann nicht mehr weiß, wo ich es wiederfinde. Ich muss auch wissen, wer was weiß in meinem Netzwerk. Ursprünglich wurde das in Paaren untersucht, also Ehepaaren oder eben so in Beziehungen. Und man hat dann eben festgestellt, dass gerade wenn die länger zusammen sind, dass die jeweils wissen, was die Expertise vom Partner ist und sich dann bestimmte Sachen gar nicht mehr so merken. Also mein Freund, der merkt sich nicht mal mehr die Geburtstage und Feiern in seiner eigenen Familie, weil er genau weiß, dass wenn ich einmal gehört habe, wir haben dann und dann eine Einladung, dann weiß ich das. Und ja, er halt nicht mehr. Das kam eben erst aus dieser Forschung und später hat man das auch in Arbeitsgruppen untersucht, also auch in der Organisationspsychologie, dass das eben in einem eingespielten Team hilft, wenn nicht jeder versucht, sich alles zu merken und zu wissen, sondern genau weiß, ach, für das Problem, da muss ich eben den Kollegen fragen oder vielleicht auch weiß, wenn man über irgendeinen interessanten Artikel stolpert, welchem Kollegen man denn dem weitergeben müsste. Und die Idee wäre jetzt eben so mal, können wir das nicht ein bisschen weiterführen und können jetzt sagen, gut, jetzt haben wir nicht mehr irgendwelche Zettel und andere Leute, sondern wir haben jetzt Google. Und dann lagern wir halt eben alles in Google aus. Und Betsy Sparrow und ihre Kollegen, die haben da eine ganze Reihe von Studien durchgeführt, die aber, also das ist jetzt eher so sozialpsychologische Grundlagenforschung, also zum Teil recht abstrakt sind und vielleicht, also wenn es Verständnisfragen gibt, immer zwischendrin unterbrechen. Was die in der ersten Studie gemacht haben, da wollten sie erst mal zeigen, ist es denn so, dass wir schon mal ganz automatisch, wenn wir irgendwie was nicht wissen, auf Google zugreifen oder eben Computer, das Internet allgemeiner.
Und um das zu untersuchen, haben sie ein Experiment gemacht und die eine Hälfte der Versuchspersonen, die hat eben sehr schwierige Quizfragen bekommen, die man eigentlich jetzt nicht unbedingt so spontan beantworten konnte. Und die andere hat recht einfache Aufgaben bekommen. Und dann haben sie einen modifizierten Stroop-Test verwendet mit Computerwörtern und Nicht-Computerwörtern. Ich erkläre das mal, was das ist. Beim normalen Stroop-Test ist es so, dass sie Farbwörter haben und die sind in irgendeiner Farbe gedruckt. Und dann haben sie zum Beispiel, und die Aufgabe ist, dass man das Wort irgendwie liest. Und dann haben sie zum Beispiel, wenn blau in blau steht und rot in rot und grün in grün, dann ist das recht einfach. Aber wenn jetzt das Wort blau ist, aber es ist in gelb gedruckt, ach nee, ich meine andersrum, man muss die Farbe sagen, sonst wäre es ja, also man muss die Farbe benennen, aber es ist geschrieben. Und dann habe ich halt was Rotes, wenn ich es lese, steht aber grün. Und da hat man eben festgestellt, wenn man vergleicht, wie schnell Leute das normal benennen können, wenn es passt, versus wenn es nicht matcht, dass es dann mehr Fehler gibt und dass die Leute länger brauchen. Und das wurde dann als Beweis dafür gesehen, das ist jetzt dieses indirekte psychologische Denken, wenn die Leute hier länger brauchen und mehr Fehler machen, auch wenn ich ihnen sage, die sollen eigentlich nur die Farbe sagen und sie sollen das so gut wie möglich machen, dann müssen die wohl automatisch lesen, was da steht. Also das ist auch so ein bisschen die Annahme, dass man sehr schwer unterdrücken kann, wenn irgendwo ein Text ist, dass man den nicht liest. Also zumindest, wenn er eine Sprache ist, die man kann. Was die jetzt so gemacht haben, ist so ähnlich. Die hatten zwei, da kam halt so eine ganze Reihe von Wörtern und dann mussten die waren in der Studie jetzt nur blau und rot und sie mussten halt immer sagen, ist das jetzt blau oder ist das rot mit so einem Tastendruck und dann kamen halt ein paar so Wörter und wie gesehen, es gab eben nicht computerrelatierte Wörter und es gab welche, die hatten was mit Computer oder mit Google zu tun. Und die Idee dahinter war jetzt, wenn ich so eine schwierige Quizfrage habe, die ich nicht selber weiß, dann würde ich automatisch denken, ach, das google ich eben. Dadurch, dass ich aber an Google denke, ist die Aufmerksamkeit mehr auf dieses Wort gelenkt, weil ich lese dann ja jetzt Google und das würde mich dann davon ablenken, hier diese Farbe zu benennen. Und das ist im Prinzip auch, was Sie finden. Also Sie haben eben, das hier sind die, das sind einfach amerikanische Marken, die nichts mit Computern zu tun haben. Das sind Google, Yahoo eben mit Computern. Wir sehen bei den einfachen Fragen, also bei den schwarzen Balken, da tut sich nichts, weil wieso sollte ich irgendwas aktivieren? Und wenn wir aber Google und Yahoo haben, dann brauchen die Leute länger. Und das wurde eben als Hinweis dafür genommen, dass das vielleicht tatsächlich schon so eine automatische Reaktion ist. Die haben da noch eine ganze, ja, noch drei weitere Studien in dem Artikel, die werde ich jetzt nicht alle im Detail erzählen, aber im Prinzip war es immer ähnlich aufgebaut, dass die eben in denen dann irgendwelche Informationen lernen mussten oder versuchen sollten, sich daran zu erinnern, aber sie wussten halt manchmal in den Bedingungen, das können sie danach irgendwo auf dem Rechner wiederfinden, in einem bestimmten Ordner und manchmal wurde gesagt, ja, das wird ihnen jetzt gezeigt und danach ist es aber komplett weg. Und was man findet, ist eben, also wenn das danach komplett ist, dann können die Leute sich auch was merken. Wenn sie aber wissen, das habe ich nachher auf so einem, ist wieder am Rechner, dann merken sie sich eben weniger. Sie sind aber auch oft ganz gut, also dann hatten sie halt Ordner, die dann verschiedene Namen hatten und dann wissen die Leute auch oft besser, in welchen Ordner die Information gesteckt wurde, als was die Information selber eigentlich war. Das heißt, wenn wir jetzt diese Studie nehmen, dann wäre die erste Schlussfolgerung, das ist tatsächlich ein bisschen schlecht, also zumindest jetzt Google, noch sind wir ja nicht bei sozialen Netzwerken, weil die Leute sich an weniger erinnern, wenn sie wissen, es ist auch irgendwo am Rechner zugänglich. Und wenn ich jetzt weiß, Google weiß sowieso alles, dann könnte das natürlich dazu führen, dass ich mir gar nichts mehr merke. Vor allem, wenn das eben so automatisch der Fall ist. Es gab ähnliche Befunde an einer anderen Studie mit Fotos. Da war es so, dass die Leute ins Museum gehen sollten. Und entweder hatten sie eben die Aufgabe, dass sie bestimmte Objekte auch fotografieren oder sie sollten halt ganz normal ins Museum gehen und sollten andere Objekte sollten sie halt einfach nur anschauen. Und dann wurden die am nächsten Tag wieder ins Labor gerufen und dann sollten sie erstmal mit Free Recall sagen, an was sie sich denn überhaupt noch erinnern. Das ist ja in der Regel am schwersten. Dann hatten sie einen Wiedererkennungstest, also da wurde der Name von bestimmten Gemälden oder Kunstwerken vorgegeben und da musste man halt sagen, ja, das war dabei oder nicht. Also da sind dann natürlich zur Verwirrung welche dabei, die nicht in dem Museum waren.
Dann, weil es könnte ja sein, dass man sich die visuellen Details merkt, also gab es auch dazu Fragen, oder dann eben komplette Fotos und war das Bild denn drin oder nicht. Und auch da war es so, dass die Menschen, die Fotos gemacht hatten, sich an weniger erinnert haben, als die, die das nicht gemacht hatten. Das heißt, es würde in eine ähnliche Richtung gehen, wenn ich weiß, das ist schon irgendwo anders, dann brauche ich es mir ja nicht merken, kann ich mir ja später auf der Digitalkamera oder auf dem Handy nochmal anschauen. Es gibt noch jemand, der in der Gruppe ähnliche Sachen macht, also Adrian Ward. Der hat sich dann dafür, das kam in diesem Plato-Zitat ja auch schon vor, so überlegt, ob die Leute das verkehrt attribuieren und denken, wenn sie auf Google was gefunden haben, dass sie das eigentlich selber gewusst hätten. Das heißt, der hat den Leuten Quizfragen gegeben wieder und die waren eben zum Teil auch wieder schwierig und dann durften sie halt entweder oder sollten sogar googeln, selbst wenn sie dachten, ja, nee, also in einer Bedingung sollten sie eben googeln und in anderen Bedingungen gab es kein Google. Und danach hat er den kognitiven Selbstwert gemessen. Das ist eine Skala von ihm, ich weiß nicht, ob man es gut lesen kann. Das hat sowas wie, ich bin schlau, ich bin intelligenter als der Durchschnitt und überhaupt bin ich sehr gut beim Denken. Dann die gehen mehr auf Memory, also der hatte verschiedene Subskalen. Und er hatte halt gedacht, bei den einfachen Fragen, die weiß man sowieso, dann ist auch egal, ob ich die trotzdem zusätzlich googeln soll, da weiß ich immer, dass ich die gewusst habe. Bei den ganz schweren dachte er, okay, dann, wenn ich die wirklich nicht weiß, das weiß ich auch. Und das Argument war eben, wenn es jetzt aber so eine mittelschwere Aufgabe ist, dass die Leute, wenn sie das gegoogelt haben, und dann erkennt man natürlich oft, ach ja, stimmt, habe ich ja schon mal irgendwo gehört, dass sie dann denken, das hätten sie selber gewusst. Und das ist auch das, was er gefunden hat. Also bei den die Leuten, die diese mittelschweren Aufgaben hatten, die hatten dann, wenn sie googeln durften, haben die einen höheren Wert auf dieser Skala gehabt, dass sie ja ganz intelligent sind, dass sie sich viel merken können. Das heißt, es könnte tatsächlich so sein, dass wir so eine Illusion von Wissen bekommen. Das heißt, wenn wir mal schauen, was wir bislang gehört haben, dann ist es so, wir erinnern uns an weniger, wenn wir wissen, dass es online, also im Tablet, im Internet, irgendwo nochmal verfügbar ist. Und außerdem sind wir es total gewohnt, erstmal alles im Internet oder auf Smartphone, Wikipedia, wo überall nachzuschauen. Und wir glauben dann auch nur, das hätten wir selber gewusst. Das heißt, das ist erstmal Evidenz dafür, dass Google durchaus als sowas wie ein transaktives Gedächtnis benutzt wird. Also gerade in diesen Partnerstudien weiß ich auch manchmal nicht mehr so genau, wer eigentlich was gewusst hat, aber irgendwie kommt man dann drauf. Jetzt ist eben die Frage, wie problematisch das ist. Also zum einen kann ich sagen, ja, das haben die Leute auch schon bei der Einführung der Schrift gesagt und die Welt ist auch nicht zugrunde gegangen, also so schlimm ist es vielleicht nicht. Es kann natürlich schlimm sein, also was heißt schlimm? Also in diesen Fällen, wo wir diese mittelschweren Aufgaben hatten, wenn ich dann immer mich selber überschätze und denke, ich hätte alles selber gewusst, kann das natürlich langfristig negative Effekte haben. Es gibt aber auch noch das andere Argument, das sagt, das könnte ja sogar funktional sein, weil wieso muss ich meine Zeit denn damit verbringen, irgendwie so relativ stupide Sachen, die man einfach nachschlagen kann, mir zu merken? Ich könnte ja meinen Geist eher für so kreativere Problemlöseaufgaben benutzen. Und auch dazu gab es eine Studie von Sparrow. Also das Fragezeichen steht für eine Problemlöseaufgabe, die die Leute bekommen haben. Und dann wurden ihnen auch noch irgendwelche irrelevanten Details, die man für die Problemlösung gar nicht brauchte, gegeben. Und der einen Hälfte wurde gesagt, ja, diese Details, die können Sie auf dem Rechner nachher wiederfinden, also so wie in diesen ersten Google-Experimenten. Oder man hat ihnen eben gesagt, ja, nö, die sind nachher weg. Und was man da findet, wenn das nachher wieder zugänglich ist, dann der Effekt von vorher. Wenn ich weiß, das finde ich wieder, dann merke ich mir nichts. Oder ich merke es mir halt zumindest nicht so gut. Die Leute waren aber besser in der Problemlöseaufgabe. Und wir hatten das Umgekehrte hier, wenn die wussten, diese Informationen sind nachher weg, dann konnten sie sich da besser dran erinnern, aber sie waren schlechter in der Problemlösung. Also das spricht dann dafür, dass wir eben nicht unbegrenzt alles gleichzeitig machen können und dass es durchaus Situationen geben kann, wo es eben besser ist, wenn ich ja, Google, dem Rechner, sonst irgendwie Informationen gebe und stattdessen lieber nachdenke und die verschiedenen Sachen eben kombiniere und weiterentwickle.
Ach so, das habe ich nur vergessen. Also zum einen gab es einen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, aber innerhalb der Gruppen gibt es natürlich auch nochmal Varianz drin, wie gut die Leute sich was merken können. Und da gab es auch nochmal die Korrelation, also je mehr eine Person, je mehr Details eine Person erinnert, desto weniger gut war sie im Problem lösen. Also dass man eben sieht, das ist so eine kognitive Kapazitätsfrage. Das heißt eben, was man sieht, wenn ich die Information irgendwo ablade, dann habe ich mehr Kapazität frei für höherwertige Prozesse, was an sich dann ja wieder sehr, sehr positiv wäre. Jetzt haben wir bislang über Google und digitale Kameras geredet und ich habe ja eigentlich gesagt, ich erzähle Ihnen was über soziale Netzwerke. Aber wie gesagt, es gibt eben nicht so viel mit sozialen Netzwerken und es ist, denke ich, ganz gut, die Logik von diesen Experimenten einmal zu wissen, damit man dann nochmal ein bisschen versteht, wie das jetzt mit den sozialen Netzwerken ist. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe, das war eines von den ersten Studien, die wir gemacht haben, da haben wir eigentlich versucht, diese Idee von Sparrow, dass man automatisch alles googeln möchte, auch auf soziale Netzwerke zu übertragen. Und was wir gedacht haben, war, dass wenn es jetzt was ist, was einfach so ein Fakt ist, was weiß ich, wann wurde das und das gegründet, wie viele Einwohner hat die und die Stadt, dass das, also so explizites Wissen, eher die Tendenz auf Google nachzuschauen aktivieren sollte. Und wenn es eben mehr so um so implizites Tacit Knowledge geht, also wie gesagt, mit der Waschmaschine, ich habe ja auch selber gegoogelt, aber dann wusste ich halt trotzdem noch nicht, wen ich dann ja jetzt nehmen soll. Und wenn ich jetzt einfach wissen will, wie macht man denn irgendwas, wer kann mir denn was empfehlen, also mehr diese Sorten, dass die Leute dann vielleicht mittlerweile, also zumindest Jüngere, die Facebook sehr häufig nutzen, dass die dann auch automatisch Facebook aktivieren. Das heißt, wir haben versucht, diese Studie nachzubauen, aber mit verschiedenen Arten von Fragen, also statt der schweren Quizfragen, die gab es auch, aber dann gab es halt so Sachen, die man eben nicht wissen konnte. Da kam aber bei uns überhaupt gar nichts raus. Also selbst in diesem Befund von Sparrow mit den Quizfragen und der Aktivierung von Google konnten wir nicht finden. Und das mit dem Tacit Knowledge und Facebook kam auch nicht bei raus. Jetzt ist halt die Frage, warum das so ist. Also es kann sein, vielleicht, also diese, eines, was wir hatten, ist, dass die Tübinger Studierende waren das, die waren, wenn man die Werte vergleicht mit der Originalstudie, dann hatten die viel schnellere Reaktionszeiten und haben viel weniger Fehler gemacht als die Amerikaner. Also vielleicht haben wir einfach super trainierte Versuchspersonen, die wirklich alles ganz akkurat machen. Das könnte sein. Es könnte natürlich auch sein, dass es doch nicht so dramatisch ist und dass eben noch nicht alles ganz so automatisiert ist. Ist jetzt von hier schwierig zu sagen, aber wir haben auch Sparrow angeschrieben eigentlich zweimal und wollten nochmal Details über die Methode, um das, da haben wir leider nie eine Antwort bekommen. Und ich habe jetzt auch nochmal geguckt, ich habe auch noch keine andere Studie gesehen, die das repliziert hätte. Der Effekt, der ging damals ziemlich durch die Medien, aber scheint dann vielleicht doch nicht ganz so stabil zu sein. Also auch wenn man vielleicht aus anekdotischer Evidenz schon weiß, dass man irgendwo sitzt und man weiß was nicht, dass man eben schnell auf dem Smartphone nachschaut. Genau, soziale Netzwerke. Eine Studie habe ich noch, die nicht aus unserer Gruppe ist. Und das ist mehr, um Sie darauf hinzuweisen, dass man durchaus in den Medien oft solche Schlagzeilen liest, dass es aber sehr wichtig ist, sich nochmal genauer die Studie anzuschauen, die dahinter steht. Das war 2014 eben, da kam durch mehrere große Medien, ging dieses "Is Social Networking making us stupid?" oder "Social Media is making you stupid?" Und dann dachte ich, jetzt macht endlich mal jemand was mit sozialen Netzwerken dazu, muss ich mir gleich die Studie im Original mal anschauen. Die hat dabei eigentlich nicht was ganz anderes. Schauen wir uns mal an, was die Studie denn tatsächlich gemacht hat. Die hatten 100 Teilnehmerinnen und von denen haben sie jeweils 20 in so eine Gruppe gesteckt und die wurden, also nicht face-to-face, die wurden über ein spezifisches Netzwerk miteinander vernetzt. Zeige ich gleich noch Bilder. Und dann haben die insgesamt 3 so Fragen bekommen, die, wenn man nicht zu sehr drüber nachdenkt, wo man intuitiv die falsche Antwort geben würde. Also das jetzt aus dem Originalartikel, also wir haben hier so einen See und da gibt es Seerosen und jeden Tag verdoppelt sich das in der Größe und es dauert 48 Tage, bis der ganze See bedeckt ist. Wie lange dauert es dann, um die Hälfte vom See zu bedecken? Und wenn man jetzt ganz schlampig denkt, dann denkt man ja 48 ganze Hälfte, 24.
Das ist eben die inkorrekte Intuition. Aber ich muss natürlich sagen, wenn sich das jeden Tag verdoppelt, dann muss ich natürlich sagen, es dauert 47 Tage. Das ist soweit klar, oder? Also sie hatten drei von diesen Fragen, die in diese Richtung gingen. Was sie dann gemacht haben, war, die Leute saßen halt irgendwie ja, vor so einem Rechner und sollten die Frage erstmal selber beantworten. Dann haben sie gesehen, was die Leute, also die anderen 19 in ihrem Netzwerk geantwortet haben. Und dann sollten sie dieselbe Frage nochmal beantworten. Und dann haben sie nochmal die Antworten gesehen. Und dann sollten sie die nochmal beantworten. Und das haben sie insgesamt 5 Versuche lang gemacht pro Frage. Und denen die Bezahlung war abhängig davon, wie viele richtige Antworten sie gegeben haben. Also man sollte schon annehmen, dass die motiviert waren, das auch so gut wie möglich zu machen. Hier ist nochmal eine kleine Nebenbemerkung. Also in dem Artikel ist auch nochmal so ein Zusatzmaterial und da wird irgendwie so erwähnt, dass sie eigentlich auch noch andere Aufgaben hatten, aber bei denen haben sie überhaupt gar nichts gefunden. Da ist, was genau das war, weiß ich nicht. Also das Einzige, wo es überhaupt was gab, ist das mit diesen 3 Sachen. Jetzt ist immer nur die Frage, ja, was hat das jetzt mit Netzwerken zu tun? Das sind viele komplizierte Namen, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Im Prinzip, also ich hatte ja gesagt, 20 wurden immer irgendwie verbunden und dann gab es eine Kontrollgruppe, die das ganz alleine gemacht haben. Und das Einfachste ist natürlich dieses Fool-Netzwerk, also da ist einfach jeder mit jedem vernetzt. Das heißt, jemand in der Bedingung, der sieht dann tatsächlich 19 von 19 anderen Leuten die Antworten, kann seine korrigieren oder anpassen und geht weiter. Und dann haben wir hier ein Cluster-Netzwerk, also da habe ich halt so kleine Subgrüppchen, die alle gleich groß sind und dann hängt es davon ab, in welcher Position man dann eben ist. Also diese Person würde halt jetzt von den 3 Leuten die Antworten bekommen. Und dann gibt es noch diese Barabashi Albert und Erdos Reni, die sind eigentlich beide irgendwie zufällig. Der einzige Unterschied ist, dass bei dem einen ist die Vernetzung, die Wahrscheinlichkeit gleich groß und bei dem anderen ist es so, das ist Preferential Attachment, nennen wir das auch, jemand, der ohnehin schon mehr Kontakte hat, der hat eine bisschen höhere Wahrscheinlichkeit. Aber wichtig ist eigentlich, dass jetzt entgegen, was man vielleicht denken könnte von den Schlagzeilen, die in der Presse waren, ging es eigentlich überhaupt gar nicht um soziale Medien, sondern es ging um die Frage, wenn ich Leute in einer verschiedenen Struktur miteinander verbinde, wie wirkt sich das darauf aus, was die wissen? So, und dann kriegen wir jetzt auch so kompliziert aussehende Grafiken. Das Wichtige ist, dass es in den meisten Sachen geht von Runde zu Runde, also das ist die Wahrscheinlichkeit der korrekten Antwort. Fangen wir vielleicht damit an. Man sieht eigentlich in jeder Bedingung, es ist tatsächlich so, dass die meisten Leute nicht sehr viel drüber nachgedacht haben, sondern erstmal die falsche Antwort gegeben haben. Das wurde dann aber von der ersten bis zur 5. Runde immer besser. Und zwar vor allem auch in hier diesem hellblauen und dem blauen Netzwerk. Also für dieses clusterte Grüne war der Effekt nicht signifikant, aber für den anderen Effekte, dass dieses rosarote hier ist die Baseline, wo die Leute das einfach 5-mal hintereinander alleine machen. Und da sieht man auch, die kriegen ja auch keine anderen Antworten und die denken halt, das ist meine richtige Antwort. Die korrigieren sich in der Regel nicht unbedingt. Das heißt, was die Studie eigentlich zeigt, wenn ich Feedback von einem Netzwerk bekomme, dann verbessere ich mich in der Regel. Also von 1 nach 5 geht es in der Regel hoch. Woher die Schlagzeile dann kam, ist aber, dass es blöderweise, wenn dann die 2. Frage kommt und die 3. Frage kommt, sich leider gar nichts tut. Die machen immer noch erstmal alles falsch. Das heißt, wir haben nicht wirklich einen Lerneffekt, dass man sich denkt, irgendwie, oh, das sind tricky Fragen und vielleicht muss ich die 2-mal lesen. Und wenn man jetzt eben in so Artikel dann nochmal reingeht, dann wird halt draus geschlossen, also wir haben diese gut verbundenen Netzwerke, aber sie haben halt eigentlich quasi die Antworten vom Nachbarn geklaut, die haben das mal schön kopiert, aber nicht unbedingt verstanden, warum das jetzt die bessere Antwort ist. Das heißt, wenn man sich das anschaut, nochmal zurück, wenn ich mir jetzt anschaue, was man aus der Studie tatsächlich lernen kann, dann ist es, dass Menschen also innerhalb derselben Frage von Netzwerken lernen. Also im Vergleich zu, ich mache was ganz alleine, sitze an so einer Aufgabe, hilft mir das schon, wenn ich mit anderen verbunden bin, dann wird die Lösung von dieser Aufgabe besser. Also kollektiv gesehen ist das positiv. Aber das ist jetzt ein bisschen traurig, aber wie gesagt, das ist ja auch nur ein kurzes Experiment und es scheint jetzt zumindest bei 3 Fragen nicht dazu zu führen, dass man plötzlich wirklich lernt und analytischer denkt und so weiter.
sondern die Leute kopieren halt einfach nur. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, ob diese Schlagzeile jetzt irgendwie angebracht ist. Also ist das tatsächlich ein Beweis dafür, dass soziale Medien uns dumm machen? So wie es ja, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, in den Zeitungsartikeln meistens drüber geht. Und da würde ich eben sagen, nee, das ist nicht so, weil also zum einen, also sie machen uns nicht schlauer, ja, aber sie machen uns ja auch nicht dümmer. Es ist jetzt auch nicht so, dass es einen Abfall gab, dass die Leute im Netzwerk waren, plötzlich noch schlechtere Lösungen oder was immer hatten. Das andere ist, dass die Studie selber sagt, sie haben noch mal ein paar andere Aufgaben probiert und da gab es überhaupt gar keinen Effekt. Und das andere ist, dass die Studie halt eigentlich dafür designt wurde, um den Effekt von Netzwerkstruktur zu untersuchen und nicht von sozialen Netzwerkseiten wie Facebook. Also diese ganzen Conclusions auf Facebook macht uns jetzt dumm, Social Media macht uns dumm, die ist auf jeden Fall übertrieben. Und deshalb wäre es immer sehr, sehr wichtig, wenn halt irgendjemand, wenn man so eine Schlagzeile irgendwo sieht, dass man nochmal schaut in die Studie, was haben die denn eigentlich tatsächlich gemacht und kann ich das daraus folgern oder nicht. Gut, jetzt haben wir bis jetzt eigentlich ja noch nicht so viel tatsächlich, was jetzt soziale Netzwerke uns helfen können. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen auf unsere eigenen Arbeiten dann ein und auf diese Idee mit sozialen Medien als erweitertes Gedächtnis, transaktives Gedächtnis. Wie gesagt, wir haben die klassischen Studien zu transaktivem Gedächtnis, wir nehmen andere Leute, wir haben gesehen, wir lagern auch in Google aus und finden das praktisch und das Idee ist jetzt, jetzt habe ich halt mein Facebook, mein Twitter, mein was immer Netzwerk, kann mir das denn dabei helfen? Und da kam die Idee für diese Studie, kam mir eigentlich auch eher aus so einem populärwissenschaftlichen Buch, da ist einmal von Thompson dieses Zitat drin, von so einer Twitterin, I outsource my entire life, I can solve any problem on Twitter in 6 minutes. Also wenn ich irgendein Problem habe, ich schreibe das auf Twitter und sofort sagt mir das irgendjemand. Und der hat auch diesen Begriff der Ambient Awareness so richtig bekannt gemacht. Das heißt, was wir hier haben ist, also man hat ja diese ganzen kleinen Updates oder diese kleinen Tweets und die kommen so im endlosen Stream eigentlich und an sich sind die auch, na wo sind wir, Bits of Social is insignificant, even supremely mundane. Aber die Idee ist, wenn ich regelmäßig da so drüber skimme und das einfach so überfliege, würde mir das doch ein erstaunlich genaues Bild darüber geben, was die Leute in meinem Netzwerk so machen. Und dann eventuell eben auch, was die Leute in meinem Netzwerk so wissen und mir damit auch diesen Zugang zu Wissen ermöglichen. Das klingt erstmal erkennbar für viele vielleicht. Wir haben in der Studie geschaut, die ist jetzt eben aus dem europäischen Projekt, was auch schon erwähnt wurde, Redefining Tie Strengths, haben wir uns erstmal gefragt, Twitter-Nutzer, wenn wir die Fragen, denen diese Definitionen geben, erkennen die das? Und ist das fürs ganze Netzwerk oder nur für ein paar Leute? Und ist das eben nur so eine Illusion? Oder wenn wir tatsächlich nachfragen, wissen die dann auch was? Und dann haben wir eine Reihe von Laborexperimenten gemacht, weil auf Twitter können uns die Leute ja alles erzählen, das können wir schwer überprüfen, aber in Laborexperimenten ist die Situation halt ein bisschen künstlicher, aber wir können genau wissen, was sie denn eigentlich wissen sollten, wenn sie das überflogen haben und haben eben geschaut, ob das Schlussfolgerungen über Persönlichkeit und Expertise erlaubt. In der ersten Studie, wie gesagt, da haben wir uns auf Twitter konzentriert. Jetzt können Sie sich vielleicht fragen, warum machen wir das mit Twitter und nicht mit Facebook? Also ich denke schon, dass der Prozess auch für Facebook gilt. Das Problem mit Facebook ist, dass sie, dass in der Regel kennt man die Leute, die man auf Facebook hat. Und dann lese ich zwar auch die Updates, aber wenn ich dann für irgendeinen alten Schulfreund frage, was der denn inhaltlich weiß, was der für einen Beruf hat, wo er Expertise hat, dann kann ich nicht wirklich sagen, das kommt durch das Lesen der Facebook-Updates. Das kann einfach sein, weil ich die Person auch ganz oft face-to-face treffe. Und auf Twitter ist das eben nicht so. Auf Twitter hat man viel mehr Leute, es ist zumindest viel gebräuchlicher, dass man Leute hat, die man eben nicht kennt oder nicht mal wiedererkennen würde. Die Leute sollten zuerst, also wir haben die um Zustimmung gegeben, dass wir auf ihr Twitter-Profil zugreifen können und dann hat eben jeder so eine Liste von 100 seiner eigenen Follower, also von den Leuten, denen er folgt, bekommen und sollte dann recht schnell einfach so anklicken, ist das also mit Twitter-Kontakt, das wird hier oben erklärt, dass das eine Person ist, die man eigentlich vor allem über Twitter kennt.
und outside of Twitter eine Person, die man eben auch offline kennt, Kollege von Tagungen, Familienmitglied, Freund. Dann hatten wir noch Non-Human, was ja auch viele Marken und Medien auf Twitter gibt. Dann hatten wir noch die Option keine Ahnung und wir haben auch nochmal angegeben dieses ich weiß nichts. Also wir wollten wirklich, dass die das ehrlich beantworten und dass sie nicht weiß keine kann ich nicht sagen Antwort oder möchte ich nicht sagen oder was immer gibt, dass die dann einfach raten und behaupten, das wäre ein Twitter-Only-Kontakt. Also das haben wir zuerst gemacht und dann haben wir die Leute ganz allgemein gefragt. Wir haben ihnen da eben so eine Umschreibung von dieser Thompson-Definition, was Ambient Awareness denn ist, dass ich nur durch dieses Überfliegen von Nachrichten doch irgendwie ein Gefühl dafür habe, was mein Netzwerk so macht, ob sie das erkennen und für wie viele Leute in ihrem Netzwerk. Und danach haben wir ihnen nochmal die Leute gegeben, von denen sie vorher gesagt haben, die kennen sie nur von Twitter und haben dann gesagt, ja gut, weißt du dann wenigstens ein bisschen was über diese Person? Und genau, und wenn sie da geantwortet haben, sie wissen ein bisschen was, dann gab es Follow-up-Fragen. Also zum Beispiel, ob sie wissen, was zur Persönlichkeit, zum Beruf, zu den Hobbys, Humor, damit man so ein bisschen sieht, was wissen sie denn. Wir haben da insgesamt 2 Studien gemacht, aber die sind jetzt hier zusammengefasst, weil die sind auch sehr, sehr ähnlich. Das sind jetzt eben wirklich aktive Twitter-Nutzer. Und wenn man so schaut, dann, also das ist von überhaupt nicht bis sehr, dann stimmen die meisten dem zu, dass sie dieses Gefühl wiedererkennen, aber jetzt auch nicht in der allerextremsten Ausprägung. Wir haben auch ein paar dabei, die sagen, nö, erlebe ich so gar nicht. Und habe ich jetzt nicht auf der Folie, die meisten sagen, dass sie das für einige Leute haben. Es gibt auch ganz wenige, die sagen, oh, für ihr ganzes Netzwerk, ein paar, die sagen für die Hälfte, aber die meisten sagen eigentlich eher nicht für alle. Was allerdings auch wieder logisch ist, weil man auch weiß, dass das irgendwie 90% der Twitterer, die haben einen Account, aber die schreiben auch nie irgendwas und dann kann ich natürlich auch schlecht irgendwas über die Person wissen. Wenn man schaut, was sie wissen, das sieht auch fast identisch aus. Ich glaube, Mood und Life Experience switcht, aber sie können vor allem was sagen über die Persönlichkeit der Person und was die beruflich macht. Und dann hat man noch Humor und Hobbys eigentlich. Stimmung hatten wir halt gedacht, das könnte ja nochmal sein, wenn ich tweete zum Beispiel auch gern, wenn die Bahn nicht kommt und ich irgendwie gerade genervt bin. Oder Live-Events, also da gab es einen anderen Autor, der gesagt hat, sowas würde einem helfen zu wissen, wann denn jetzt ja, im Freundeskreis irgendwelche einschneidenden Sachen passieren, aber wir sehen zumindest auf Twitter ist es eigentlich vor allem schon eher so ein wissensrelatierte Sachen, nämlich also was macht eine Person, was hat die für Hobbys, also nicht nur, aber auch. Und dann haben wir nochmal ein paar Sachen gefragt, wie oft sie denn Tweets sehen von der Person, wie oft sie denn selber mit der interagieren, also was favoriten oder was retweeten oder so. Und da sieht man, den stärksten Effekt hat nur dieses Passive, dieses Lesen. Und das würde dafür sprechen, dass es eben tatsächlich ambient ist, dass ich mir keine Mühe geben muss. Ich sehe, das hat mal immer so vorbeikommen, aber es hilft mir dann, mehr über diese Person zu wissen. Und gar nicht so sehr, dass ich, also es ist hier nochmal, dass ich mit der Person interagiere, das könnte natürlich zeigen, ich interessiere mich für die Person, weil ich favorite die Tweets oder ich teile die nochmal, aber es ist nicht so wichtig, unsignifikant, ob die Person meine Tweets jetzt toll findet oder wie lange ich der Person schon folge. Also wir haben hier als erste so Hinweise, dass wir tatsächlich sowas wie Ambient Awareness erfahren können. Nicht fürs ganze Netzwerk, aber für die Leute, die aktiv sind, von denen man eben oft Tweets zu sehen bekommt. Und es scheint vor allem eher Persönlichkeit, Beruf, Humor zu sein. Jetzt können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen, wenn die Leute sagen, ja, ich kenne die Persönlichkeit, ich weiß, was die beruflich macht. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, da jetzt für hunderte von Profilen zu schauen, was sagen die denn, was die macht und dann die Person zu googeln und rauszukriegen, was die tatsächlich macht. Mussten wir jetzt hier eigentlich glauben. Wir haben aber eine Reihe von Studien gemacht, in denen wir eben solche Informationen manipuliert haben. Mal kurz gucken. Und zwar haben wir da ein Paradigma aus der Sozialpsychologie genommen zu spontanen Inferenzen. In der Sozialpsychologie gibt es schon ganz lange Forschung zur Personenwahrnehmung. Wie bilden wir uns einen Eindruck von jemandem? Und eine zentrale Frage auch war, wie schnell geht das? Ist das ein sehr, sehr bewusster Prozess? Also jetzt
angenommen, ich führe ein Einstellungsgespräch mit jemand oder ich habe ein erstes Date und ich habe jetzt wirklich das Ziel, ich will diese Person kennenzulernen, oder geht das auch so ganz, ganz beiläufig und eben automatisch? Automatisch heißt jetzt nicht, dass man sich es nicht doch bewusst machen könnte, aber dass es in der Regel eben unbewusst ist, ohne dass ich mir vornehme, ah, jetzt bilde ich mir einen Eindruck, dass es mich nicht zu viel kognitive Kapazität kostet und sich eben auch schwer unterdrücken lässt. Und in der Tradition gab es so Studien, da haben die Leute immer so Sätze bekommen, also Thomas tritt seiner Tanzpartnerin auf den Fuß, und was sie dann machen sollten, dann haben sie danach wieder so ein Wort eingeblendet bekommen und mussten immer mit so einem Tastendruck ganz schnell entscheiden, war jetzt dieses Wort im Satz. Und wenn ich jetzt die Antwort ist Fuß, dann würde ich sagen, ja, war im Satz, ist einfach. Interessant ist, wenn ich dann sowas habe wie tollpatschig, was man quasi schlussfolgern könnte. Und da findet man eben, dass die Leute, wenn so ein Wort drin steht, das zwar logisch aus dem Satz gefolgert werden könnte, das aber nicht drin stand, dann machen sie halt zum einen wieder mehr Fehler oder sie brauchen länger, weil sie eben intuitiv was anderes klicken wollten und dann müssen sie das wieder korrigieren. Also diese Idee kommt ursprünglich aus der Sozialpsychologie. Da hat man eben festgestellt, dass Personenwahrnehmung sehr oft so ein automatischer Prozess ist, weil es eben auch wichtig ist, jemand einzuschätzen, zumindest ist, ob die Person vertrauenswürdig ist und solche Sachen. Und als ich eben diese Definition dieses von Ambient Awareness zuerst gelesen habe, dann denkt man halt aus Sozialpsychologie, das klingt doch eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ich habe diese ganzen Sätze und das hilft mir vielleicht, so einen Eindruck zu bilden. Ein bisschen anders ist es schon. Also das mit dem auf dem Fuß treten ist jetzt vielleicht nicht das Extremste, aber in den Experimenten haben die oft relativ, also wo Leute sich sehr aggressiv verhalten oder sowas, also extremeres Material verwendet als auf Social Media, wo man so ein bisschen diesen Positivitätsbias findet und alle sozial akzeptierbare oder viele zumindest schreiben. Dann sind diese Experimente in der Regel in der dritten Person geschrieben, also Thomas macht irgendwas, und die meisten Posts sind ja eher in der Ich-Form geschrieben. Und das macht es natürlich schon mal wieder ein bisschen komplizierter, wenn ich jetzt sage, jemand hat die Bestnote in der Klausur, dann kann ich irgendwie daraus schlussfolgern, diese Person ist sehr intelligent. Wenn ich jetzt selber sage, ich habe die Bestnote in der Klausur, dann könnte man auch denken, ich bin intelligent, aber man könnte auch denken, ich bin arrogant, weil ich das da hier so weiter erzähle. Also es könnte sein, dass das in der Ich-Form eben generell nicht so gut funktioniert. Und das andere ist, dass in diesen Experimenten kriegen die Leute halt immer einen Satz und klicken dann schnell auf Social Media, so im wirklichen Leben haben wir ja diesen endlosen Stream von Nachrichten. Deshalb haben wir da auch eine ganze Serie von Experimenten gemacht, die brauchen Sie nicht erschrecken, die gehe ich nicht im Einzelnen durch, aber wir haben halt quasi so schrittweise angefangen. Wir haben erstmal angefangen mit eben nicht so extremem Content, der aber in der Ich-Form war, also ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit oder sowas. Dann hatten wir dasselbe nochmal gemacht und haben diese Zeit verkürzt, wie lange sie das sehen. Und dann haben wir es eben so gesteigert. Na, wo ist denn der Laserdings? Hier. Dann waren es halt 2 und am Schluss haben wir es mit 9 so gemacht, damit man halt immer mehr in diese Stream-Sachen kommt. Und wir haben halt die Sätze so konstruiert, dass wir dann ja wissen wollten, also was die Persönlichkeit jetzt wäre, die man daraus erschließen könnte. Und was eigentlich hier immer wichtig ist, ist, dass dieser Balken hier höher ist. Und also das ist das mit den Reaktionszeiten und den Fehlerwahrscheinlichkeiten. Und dann hat man nochmal ein anderes Maß, wo man die Leute nochmal gefragt haben, wie sie die Person wahrnehmen. Und da war es halt auch über 50%, dass sie nicht einfach wahllos raten, wenn die so Personen sehen, sondern das ist so ein Hinweis darauf, dass dieses Prinzip, was man aus der Sozialpsychologie kennt, eben auch funktionieren könnte mit diesen Updates auf Social Media. Zumindest jetzt in diesen ersten Studien, da war es natürlich Persönlichkeit, weil da waren wir so nah dran wie an der Sozialpsychologie, das ist mittlerweile auch veröffentlicht. Und was wir danach gemacht haben, war, das hilft uns ja immer noch nichts für Wissen. Es geht ja darum, das Argument ist, gerade in diesen Business-Netzwerken, in den unternehmensinternen Netzwerken, wenn der Kollege dauernd postet, ich bin jetzt bei dem Kunden, ich mache jetzt das und das, guck mal hier ein interessanter Artikel, hilft mir das auch dann zu wissen, was jemand weiß, wo der ein Experte ist. Und da haben wir eben auch Follow-up-Studien gemacht, wo wir das Material so konstruiert haben, dass wir wissen, also das sollte jetzt ein Experte für das und das sein, und das funktioniert eben auch. Das heißt, das Fazit von diesen Studien zur Ambient Awareness wäre,
Dieses regelmäßige Skimmen von diesen Updates kann eben tatsächlich Ambient Awareness kreieren. Also so ein transaktives Gedächtnis, wer was weiß was in meinem Netzwerk. Das haben wir bei den aktiven Twitter-Nutzern gesehen, aber da konnten wir nicht gucken, ob das wirklich stimmt. Und dann haben wir halt die künstlicheren Sachen im Experiment, aber da wissen wir auch wirklich, dass die das erschlossen haben, was wir in die Experimente eben eingebaut haben. Und das ist deshalb so cool eigentlich, weil das eben zeigt, dass es ein beiläufiger Prozess ist. Der geht ganz schnell, ohne großen Effort, automatisch, weil ich habe ja auch da dann immer als abhängiges Maß diesen Satz und soll nur sagen, ist das Wort in dem Satz ja oder nein. Und das heißt, es funktioniert, ohne dass ich ein explizites Ziel brauche und ohne dass es mich unglaublich viele Ressourcen kostet. Wenn Sie nochmal gucken zu also bewussteren Prozessen, ich kann mir natürlich auch meine LinkedIn-Kontakte anschauen, wenn ich einen Experten suche. Und da muss ich mir die ganze Profilinfo durchgucken, also da habe ich ja auch Informationen über was für Skills jemand hat, aber das dauert eine ganze Weile, bis ich die alle durchgehe. Und hier wäre eben dieses Ambient Awareness, ich logge mich halt regelmäßig auf meinem unternehmensinternen Netzwerk ein oder auf Facebook, auf Twitter, ein paar Mal am Tag, gucke da kurz. Und obwohl ich immer nur so kurz schaue, ganz viel auch verpasse, ganz viel aus dem Kontext gerissen ist, über die Zeit würde mir das eben helfen, dass ich doch weiß, wer was weiß im Netzwerk. Und in der Regel hat man ja auch viele Leute, mit denen man durchaus auch Offline-Kontakt hat, Kollegen, also es ist ja nicht nur darauf basiert, aber wir sehen eben, es geht auch nur mit online. Jetzt können Sie sagen, das ist schön und gut, das ist sehr konstruiert, aber das bricht natürlich zusammen, wenn die Leute nicht über ihre Arbeit schreiben. Wenn die Leute immer nur posten, was sie zu Mittag gegessen haben oder schöne Strandfotos, dann werde ich nie irgendwie Wissen aus sozialen Netzwerken kriegen. Also zumindest kein so richtig hochwertiges Wissen. Deshalb wollen wir in dem Projekt auch wissen, wie es denn so im richtigen Leben ausschaut. Und wir haben in diesem Projekt auch eine Längsschnittstudie mit einer repräsentativen Stichprobe von niederländischen Online-Nutzern, weil ich es eben beantragt habe. Ja, war eine Frage, oder? Genau, das ist richtig, das ist das Projektlogo. Ich hatte vorher dieser volle Projekttitel ist Redefining Tie Strengths, How Social Media Can Help Us to Get Non-Redundant Information and Emotional Support und das ist das Akronym fürs Projekt. Genau, und was wir uns, also innerhalb von diesem großen Studie kriegen die am Anfang immer Fragen, ob sie denn auf Facebook oder am anderen privat genutzten Netzwerk sind, ja oder nein. Wenn sie ja sagen, kommt eine ganze Reihe von Fragen dazu. Ob sie auf LinkedIn oder einem anderen Business-Netzwerk sind, also in Niederlanden ist das fast nur LinkedIn, deshalb sage ich jetzt manchmal LinkedIn, auch wenn ich da noch drei Xing-Nutzer mit meine, und eben ob sie auf Twitter oder einem anderen Microblogging-Service nutzen. Und dann fragen wir sie halt immer jeweils, was sie da machen, wie oft sie sich einloggen, wie oft sie lesen, wie oft sie schreiben, worüber sie schreiben, wie groß ihr Netzwerk ist, wie viele davon enge Freunde sind, wie viele Leute vage Bekannte und so weiter. Und wir haben in der Studie auch eine ganze Reihe von abhängigen Variablen drin, also auch welche, die mehr in dieses soziales Kapital, emotionale Richtung gehen, also Stress, Einsamkeit, soziale Unterstützung, Lebenszufriedenheit. Aber jetzt hier in dem Vortrag gehe ich auf die Informationsvorteile im beruflichen Kontext ein, weil wir ja hin zu wissen wollen. Das ist eine Skala mit 5 Items und die hat eben so Fragen wie die Menschen in meinem Netzwerk geben mir Zugang zu dem Wissen, das ich benötige, um meine Aufgaben gut zu machen. Oder ich kriege das Wissen auch schnell und es gibt noch einen anderen Aspekt von so Wissen, dass die Leute mich hinweisen auf Karrierechancen. Also solche Fragen, das meinen wir, wenn wir jetzt von Informationsvorteilen, also im Englischen sage ich immer Informational Benefits, das klingt ein bisschen schöner, spreche. Und wir mussten das so allgemein fragen, weil es eben diese Längsschnittstudie ist mit der repräsentativen Stichprobe. Das heißt, wir haben Leute aus ganz, ganz verschiedenen Berufen. Ich kann jetzt nicht nach einer speziellen Art von Wissen fragen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, was die benötigen. Also das ist so vage in der Hoffnung, dass die Leute selber wissen, welches Wissen sie denn brauchen, um voranzukommen. Wie gesagt, insgesamt wollen wir das 8 Wellen machen, also die 8. Welle Erhebung, die kommt jetzt demnächst, Februar, März. Ich habe die Daten von 7, was ich Ihnen vorstellen werde, sind die von den ersten 6. Wir haben angefangen mit 3.367 Leuten,
In der sechsten waren es noch so 1300. Das klingt nach einem erschreckend großen Schwund. Das ist aber eigentlich schon ganz gut. Das heißt, es bleiben immer so 80, 85 von der ersten bis zur nächsten Welle. Und wenn man sich vergleichbare Studien ausschaut, dann ist das wirklich schon prima. Wie gesagt, ich habe es beantragt, als ich noch in Amsterdam war und dachte dann, die Niederländer sind auch eher aktiv auf sozialen Netzwerken, also lasse ich das mal dabei. Und die Stichprobe ist, was jetzt Geschlechtsverteilung, Altersverteilung, also es sind nur Erwachsene, aber innerhalb der Erwachsenen eben Geschlecht, Alter, Bildungslevel, Stadt, Land, repräsentativ für niederländische Online-Nutzer. Und in den Niederlanden, als ich angefangen habe, da sind 98% der Leute sind online, also es sind ganz, ganz wenige, die wir dadurch verlieren. Gut, was finden wir da? Das ist jetzt in der allerersten Welle, das ist jetzt einfach nur der Effekt von Plattform, was die Leute nutzen, die Ja-Nein-Frage und eben diese Gesamtskala, was für berufliche Informationsvorteile, ob sie halt das Wissen kriegen aus ihrem Netzwerk. Und die Frage ist ganz allgemein, die sagt ja nicht von Facebook, von Twitter, sondern auch jemand, der kein einziges Medium benutzt, kriegt ja irgendwo Informationen her von Kollegen, von einem Mentor, was immer. Und was wir hier sehen, also hier sehen wir den stärksten Effekt, dass die LinkedIn-Nutzer, die sind also einen halben Punkt höher und sagen, ja, also die kriegen mehr Wissen, das sie brauchen in ihrer Karriere. Wir finden auch einen positiven Effekt für Twitter, der ist allerdings etwas kleiner. Und wir finden den umgekehrten Effekt für Facebook. Also Facebook-Nutzer im Durchschnitt haben ein bisschen weniger von diesen beruflichen Informationsvorteilen. Und das bleibt auch so, wenn ich für Geschlecht, Alter und Bildungslevel kontrolliere. Also es ist nicht so, dass sie sagen, ah, das ist, weil die ganzen Jungen auf Facebook sind, die sind Studenten, die arbeiten ja noch nicht. Daran liegt es nicht. Und es sind auch additive Effekte. Also wenn jetzt jemand, also die höchsten Vorteile hätte jemand, der LinkedIn und Twitter nutzt und gleichzeitig nicht auf Facebook ist. Und wenn sie zwar auf LinkedIn sind, aber auch auf Facebook, dann haben sie nicht ganz so viele, nicht so viele hohe Werte im Schnitt jetzt, wie die Leute, die LinkedIn und Facebook nur auf LinkedIn sind. Das ist die erste Welle. Was wir finden, konsistent, und deshalb habe ich gesagt, ich konzentriere mich jetzt mehr auf diese Business-Netzwerke, weil da hat man, es macht ja auch Sinn irgendwie, die sind ja extra dafür gemacht. Und wir finden das konsistent über alle Wellen, die sind immer, berichten die höhere Informationsvorteile. Was Sie allerdings aussehen, ist, dass das hier nicht plötzlich hier immer höher wird, also bei beiden Gruppen nicht. Das könnte schon mal ein erster Hinweis darauf sein, dass es zum Teil auch ein Selektionseffekt ist. Wenn ich es mir nur so anschaue, dann weiß ich immer noch nicht, ist es so, dass wenn ich LinkedIn nutze, dann habe ich plötzlich mehr Vorteile. Oder haben wir Leute, die aus irgendeinem Grund sowieso besser vernetzt sind, mehr Zugang zu Wissen haben und die verwenden halt auch eher LinkedIn. Deshalb schauen wir uns potenzielle Einflussfaktoren auch nochmal an. Und dann können wir einmal unterscheiden die Nutzung natürlich und das Netzwerk, dass Leute sich da aufgebaut haben. Und Nutzung ist einmal, kann man natürlich ganz grob einfach nur nach der Häufigkeit fragen, wie oft lesen, wie oft posten, wie oft schreibt man in Gruppen. Und würde man annehmen, also zumindest auch bei diesem Ambient Awareness, ich muss schon ab und zu mich einloggen und was lesen, sonst kriege ich da nichts raus. Und es geht natürlich nicht nur darum, dass ich irgendwas da schreibe, sondern das sollte natürlich auch über die Arbeit sein oder durchaus mal eben, wir hatten drei Items, ob sie einfach allgemein über ihre Arbeit schreiben, ob sie über berufliche Erfolge schreiben und ob sie auch tatsächlich um Rat fragen. Und beim Netzwerk, da gibt es diese ganze Forschung zum sozialen Kapital, wo Granovetter schon in den 70ern festgestellt hat, dass wenn es um den Erhalt von nicht redundanter Informationen geht, dass dann die sogenannten Weak Ties eigentlich besser sind. Das sind die Leute, mit denen man eben weniger eng verbunden ist. Also die Strong Ties sind die engen Freunde, mit denen rede ich auch immer, wenn ich irgendwelche Probleme habe, aber mit denen verbringe ich sehr viel Zeit, dadurch bewegt man sich auch immer in denselben Kreisen, da kommt weniger Information von außen rein. Und die Weak Ties sind die entfernteren Bekannten, die bewegen sich in anderen Kreisen und wenn man dann mal mit denen spricht, haben die halt eher Zugang zum neuen Aspekt, zu Wissen, das man noch nicht hatte. Also wir haben die Leute einmal ganz grob gefragt, eben wie viele LinkedIn-Kontakte sie haben und was sie denn schätzen würde, wie viel davon so eher Strong Ties sind und eher Weak Ties sind. Und
Also man kann halt einfach nicht, was weiß ich, für 127 Kontakte fragen, jetzt gehen Sie die mal bitte durch und sagen Sie uns jeweils, was das für eine Person ist, denn das würde ewig dauern. Und deshalb haben wir noch ein paar so Fragen, wo wir gefragt haben, so strategisches Netzwerken, wählen Sie denn gezielt Leute aus, die irgendwann mal wichtig sein könnten, um da mal die Inhaltsperspektive ein bisschen da nochmal reinzukriegen. So. Wenn man jetzt so schöne Längsschnittdaten hat, was man dann machen kann, es sind so Cross-Legged-Panel-Analysen und das Prinzip ist, also es geht dann nochmal weiter bis zu den anderen Wellen, aber ich kann eben einmal gucken, ich kann dafür kontrollieren, dass manche Leute einfach mehr Informationsvorteile haben, vielleicht ist das so eine Art Persönlichkeitsmerkmal, dann sehe ich das in diesem Pfad. Und die verschiedenen Prädiktoren hätte ich da unten und dann kann ich, das ist dann nachher... Ja, die orangen Pfeile, das wäre das, was ich auch in der einmaligen Fragebogenstudie finde. Gibt es denn Korrelationen, Zusammenhänge zwischen zwei Variablen? Also was weiß ich, Leute, die mehr posten, haben auch mehr Informationsvorteile. Und das Spannende wäre dann eigentlich nochmal so Effekte über die Zeit. Also wenn ich öfter was poste, habe ich denn dann irgendwann später mehr Informationsvorteile? Und das andere wäre der Anders-Effekt, wenn ich einfach mehr Informationsvorteile habe, dann nutze ich es halt eher. Dann kann man irgendwie versuchen, das auseinanderzudröseln und zu schauen, was passiert denn da jetzt wirklich. Wenn wir das machen, dann kriegen wir ganz viele von diesen Modellen und die sind sehr kompliziert und ich glaube, die wollen sie auch gar nicht alle so sehen. Deshalb habe ich jetzt mal zusammengefasst, was wir finden. Wir finden... trotz allem zum ersten einen starken Selektionseffekt. Also wir können nicht alles durch die LinkedIn-Nutzung erklären, da bleibt so ein Unterschied, dass die Nutzer, die sind immer besser als die anderen und da scheint irgendwas in denen anders zu sein. Wir finden aber dann konsistent über die Wellen jeweils innerhalb von so einer Welle Zusammenhänge mit Häufigkeit von Login und Lesen. Und vor allem eben nochmal stärker für die arbeitsbezogenen Variablen, dass man über die Arbeit postet und dass man in Gruppen, wo eben, wie gesagt, ich habe ja am Anfang gezeigt, in vielen Gruppen passiert nichts, aber es gibt diese Gruppen, wo inhaltliche Diskussionen stattfinden und je mehr Leute in so Gruppen aktiv sind, desto mehr Informationsvorteile berichten die auch. Das hat immer nur Effekte innerhalb der Zeit und nicht über die Zeit. Das fand ich erst ein bisschen enttäuschend, aber eigentlich ist es auch ein bisschen logisch, weil auf diesen ganzen Social Media, Sie können zwar schon alles irgendwie wiederfinden, aber jedes Mal, wenn man sich einloggt, dann sind ja die neuesten Berichte immer ganz oben. Also es ist vielleicht auch nicht so erstaunlich, dass irgendwie nicht mehr eine Rolle spielt, was ich vor einem halben Jahr mal gepostet habe, sondern wenn ich halt jetzt ein Problem habe und jetzt frage, ob mir jemand helfen kann oder jetzt in so einer Gruppe nachschaue, dann gibt das halt zur selben Zeit Effekte. Wir haben allerdings längsschnittliche Effekte und das sind die von den Netzwerkvariablen. Also je größer das Netzwerk, desto mehr Informationsvorteile ein halbes Jahr später. Und da haben wir ein interessantes Muster gefunden, dass es am Anfang waren es vor allem diese Weak Ties, also dieser klassische Befund von Granovetter, die Weak Ties geben einem mehr Informationsvorteile. Und dieser Effekt, der wurde dann, also von Welle 1 auf Welle 2 war er am stärksten, von Welle 2 auf 3 war er schon ein bisschen schwächer, 3 auf 4, also der wurde immer weniger. Und stattdessen wurden die Strong Ties immer wichtiger. Und jetzt könnte es natürlich sein, weil wir die Leute ja nur ganz grob gefragt haben, wie viele von denen denn Strong Ties oder Weak Ties wären und nicht wer jeweils was ist, könnte es natürlich auch sein, dass Leute, die man am Anfang als Weak Tie kategorisiert, aber weil die einem ab und zu mal dann wirklich wertvolle Ratschläge gegeben haben, Wissen vermittelt haben, dass man die mit der Zeit dann eben als ein Strong Tie bewertet, weil man eben mehr mit denen kommuniziert. Das kann man aber nicht sicher sagen, das ist so eine Post-Hoc-Interpretation. Und für das strategische Netzwerken, also diese Fragen, ob man denn gezielt Leute zufügt, also auch wenn man sie gar nicht kennt, aber sie könnten ja mal wichtig sein, da hatten wir so eine Spirale gefunden. Also die Leute, die das am Anfang mehr gemacht haben, die hatten dann ein halbes Jahr später mehr Informationsvorteile und dann haben sie in der dritten Welle das wieder mehr gemacht. Also so ein sich selbst verstärkender Prozess. Jetzt hatte ich ja gesagt, achso, ja da hier genau, das habe ich glaube ich mehr oder weniger gerade gesagt, wir können eben diese Effekte finden und wir finden auch diese Medieneffekte. Aber wie gesagt, das Medium hat nicht alles erklärt. Wir hatten auch nochmal irgendwie eine Variable, die offenbar die LinkedIn-Nutzer von anderen unterscheidet. Und da haben wir uns dann zwischendrin gedacht, was könnte das denn sein? Und vielleicht hat das was mit Networking generell zu tun. Das ist ein Konzept aus der Organisationspsychologie.
Wolf und Moser definieren das, die sagen, das umschreibt ein Syndrom von Verhaltensweisen, die Personen zu Aufbau, Pflege und Nutzung sozialer Beziehungen im beruflichen Kontext zeigen. Das sagt mir ja schon lange irgendwie Seilschaften, Netzwerke oder wird ja immer das Argument auch dafür gebracht, dass Männer erfolgreicher sind, weil die dann abends beim Bier auch nochmal Sachen besprechen. Da findet man eben, dass diese Skala, dass die durchaus, also jetzt ganz ohne Social Media, dass Leute, die bessere Networker sind, die haben auch eher Karriereerfolg, sowohl eben, wenn ich es nur einmal messe, als wenn ich auch Längsschnittstudien mache. Und deshalb haben wir gedacht, okay, das könnte interessant sein und haben ab der 6. Welle dann auch diese Networking-Skala mit reingemacht. Das sind insgesamt, das ist eine Kurzfassung davon, 9 Fragen, aber ich habe mal hier ein paar so Beispielfragen. Also ich spreche, es wird nochmal unterschieden, interne Kontakte innerhalb vom Unternehmen und externe eben, naja, mit was weiß ich, Leuten, die halt nicht im Unternehmen sind. Das können Kunden sein, aber das können auch Leute sein in derselben Branche, aber eben bei der Konkurrenz zum Beispiel. Und dann hat das halt so verschiedene, das sind jeweils die nochmal zum Aufbau von Netzwerken, ich spreche Leute an, aber es gibt eben auch welche, ich pflege diese Netzwerke, ich nutze die und dann haben wir dasselbe nochmal für externe Netzwerke. Und was wir hier finden dann, ach so, erstmal habe ich mir hier nochmal angeguckt, das sind jetzt, das sieht ein bisschen ganz chaotisch aus, aber hier auf der Seite haben wir internes Networking, also innerhalb der Firma, hier drüben haben wir externes und wir haben jeweils wieder diese 3 Plattformen, die wir am Anfang hatten und dann finden wir für internes Networking die LinkedIn-Nutzer, die machen das generell mehr, die Twitter-Nutzer machen das auch mehr und bei den Facebook-Nutzern finden wir hier nichts. Generell sieht man, dass die Leute nochmal eher innerhalb der Firma networken, als jetzt mit außerhalb. Und außerhalb finden wir aber, also hier findet man den Effekt nochmal stärker für LinkedIn, was ja logisch ist, das ist jetzt kein unternehmensinternes Netzwerk, sondern das nehme ich ja daher, um Leute in ähnlichen Positionen oder so zu finden. Bei Twitter haben wir auch so, dass die Leute, die es nutzen, besser sind. Und hier bei Facebook ist es sogar signifikant weniger. Das spiegelt eigentlich den Befund wieder aus der ersten Welle, wo wir gefunden haben, dass die LinkedIn-Nutzer mehr berufliche Informationsvorteile haben, die Twitter-Nutzer auch, aber ein bisschen weniger und bei den Facebook sogar umgekehrt ist. Also das könnte auch schon mal so ein Hint drauf sein, dass das Networking als Verhalten eine Rolle spielt. Wenn wir das jetzt in die Analysen mit reinnehmen, also Time 1 und 2, das wären jetzt Welle 5 und 6, dann sehen wir tatsächlich, und wir haben uns jetzt auf das Externe konzentriert, weil LinkedIn ja eben unternehmensübergreifend ist. Und dann finden wir, das korreliert hoch mit den Informationsvorteilen, aber auch mit dem berufsbezogenen Post und mit Aktivität in den Gruppen. Und das waren ja diese Variablen, die in diesen ersten 4 Wellen durchaus immer mit den Informationsvorteilen zusammenhängen. Interessanterweise tun die das hier jetzt nicht mehr so. Hier haben wir nur so Punkt 13 einen Effekt, aber dieser Effekt, der scheint kleiner zu werden, wenn ich für Networking generell als mehr so ein Persönlichkeitsmerkmal kontrolliere. Und dasselbe hatten wir ja mit den Strong und den Weak Ties gemacht und auch hier sehen wir, dass die Leute, die mehr networken, die haben auch mehr Strong Ties und da hatten wir hier jetzt wieder so diesen längsschnittlichen Effekt, den wir vorher auch gefunden haben, dass die Strong Ties wirklich zu dem Informationsvorteil ein halbes Jahr später beitragen. Interessanterweise auch die Weak Ties innerhalb von derselben Welle. Und das haben wir auch, wenn wir schon für das Networking kontrollieren. Ups, beinahe fertig. Zusammenfassend, was ich jetzt nochmal sagen wollte. Also, was wir gesehen haben am Anfang, da ging es noch gar nicht so sehr um soziale Netzwerke, aber halt mit den ersten Studien, die es zu dem Thema gibt, dass wir mittlerweile das Internet und zunehmend auch soziale Netzwerkseiten als externes Gedächtnis nutzen. Wir lagern da einfach Informationen aus. Und das kann negativ sein, weil wir uns dann weniger merken, also zumindest wenn wir wirklich wissen, das finden wir da ja wieder. Es kann aber auch positiv sein, weil es eben Kapazität frei macht für Kreativität, für Problemlösen, für höherwertige Prozesse. Und wir haben dann eben jetzt vor allem in den Studien aus unserem Projekt gesehen, dass die Nutzung von sozialen Netzwerken tatsächlich zu Informationsvorteilen, zu dem Erhalt von berufsbezogenem Wissen führen kann. Das ist aber nicht so, dass das automatisch der Fall ist. Also es hängt zum einen von der Plattform ab. Und wenn es jetzt um berufsbezogene Kontexte geht, dann muss man sagen, dass Facebook wirklich nicht so ideal ist. Also die hatten weniger Vorteile, das waren auch weniger die Networker. Wenn ich aber eben berufsbezogen Wissen
bekommen möchte, dann sind diese Business-Plattformen durchaus für geeignet. Und wir haben eben auch ein bisschen gesehen, es gibt zwei Prozesse dabei, also einmal dieses Ambient Awareness durch regelmäßig mich einloggen, das irgendwie überfliegen, dass ich dann mehr, ohne dass ich da ewig viel Zeit investieren muss, dann doch ganz gut weiß, wer denn eigentlich was macht. Und wir haben aber dann in der Längsschnitte-Studie auch gesehen, dass auch nochmal aktiv posten und eben vor allem auch der Aufbau von einem Netzwerk eine Rolle spielt. Aber dafür sind eben diese sozialen Netzwerkseiten ja eigentlich gut, dass es einem einfacher machen, ein Netzwerk aufzubauen und zu pflegen, auch wenn es relativ groß ist. Gut, dann wäre ich jetzt wirklich am Ende. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich beantworte natürlich gerne noch Ihre Fragen.